Ich will nicht, dass die Leute uns für Rassisten halten, Walid. Du solltest das nächste Mal etwas höflicher sein. Du hast nicht durchgemacht, was ich durchmachen musste. Ich habe lange genug unter den Oberen gelebt und weiß, wie es mit deren Toleranz steht. Und wie haben sie mir mein Wohlwollen gedankt? Mit 3 Jahren Knast. Du hast gegen Bewährungsrichtlinien verstoßen, als du erneut gewalttätig wurdest. Außerdem wärst du ohne die Zeit in Haft nie in die Slums gezogen und wir hätten uns nie kennengelernt. Alles hat also letzten Endes was Gutes. Ich liebe dich. Du bist wirklich Balsam für meine Seele. Aber ich kann einfach nicht anders, als sie zu hassen. Norms. Sie haben die Oberfläche so aufgebaut, dass nur sie darin zurechtkommen. Unser Volk kann dort keine 10 Schritte gehen, ohne mit irgendwem in Konflikt zu geraten. Was sind wir für die? Plump, hässlich, sprechen undeutlich. Hab ich Unrecht? Natürlich nicht. Es ist eine Form von Apartheid. Aber gib ihnen noch etwas Zeit. Ich bin mir sicher, dass die Situation für unser Volk bald eine bessere sein wird. Das sehe ich leider anders. Schau doch nur nach Amerika, dort läuft dieses Multikulti bereits seit Jahrhunderten. Norms können sich ja noch nicht einmal untereinander respektieren. Oder schau nach Asien. Geht es unseren Leuten dort besser? Was schlägst du vor? Sollen wir Drolle es den Elfen gleich tun und einen eigenen Staat gründen? Warum? Ich bin Ägypter und werde es auch bleiben. Ich spreche von dieser notdürftigen Unterkunft, die wir hier unten haben. Wir könnten daraus ein richtiges Projekt machen. Warum in ein oberirdisches Apartment ziehen? Sollen sich die Norms doch auf der Oberfläche breit machen, wir kommen in der Dunkelheit ohnehin besser zurecht. Wenn dir diese Art zu leben gefällt, dann lass uns lieber zu meiner Familie in den 2. Ring ziehen. Orks haben dort ein ausgedehntes Höhlennetz aufgebaut mit vernünftiger Infrastruktur. Wir gehen nicht dahin zurück. Das ist ein Drogenloch, eine Sackgasse. Kein Ort für Leute, die eine Familie gründen wollen. Hier unten haben wir vielleicht noch nichts weiter als leere Gänge, aber ich könnte jedem, der hier unten leben will, Schutz gewähren. Außerdem bist du mit deinen Träumen gottgesegnet. Wenn bekannt wird, dass eine Rechtgeleitete hier unten lebt, werden die Leute hierher ziehen wollen. Außerdem habe ich den Splitter des Kaaba-Steins. Damit können wir eine Kapelle aufbauen. Ein Heiligtum, das weitere hierher zieht. Du möchtest hier eine unterirdische Enklave gründen? Das ist nicht so leicht, wie du es dir vorstellst. Im Osten soll es eine Ghoul-Rotte geben. Keiner will in der Nähe leben. Und wir wissen noch nicht, ob der Zwerg, der vorhin hier war, seine Drohung wahrmacht und uns an die Behörden verraten wird. Quatsch, der wollte nur was Bakschisch. Faruk, mach es nicht so kompliziert. Wir haben hier ein Zuhause und schau doch nur mal, was für eines. Unter der Al-Azhar-Moschee. Wer kann das schon von sich sagen? Hier, diese Mauern. Fragst du dich nicht, wer diese Halle erbaut hat? Ist sie von den Omeyyadisch, pharaonisch oder noch älter? Lebten hier womöglich vor tausenden von Jahren Trolle, so wie wir heute? Wir können hier unten Teil von etwas Größerem, etwas Historischem werden. Das will ich mir nicht nehmen lassen und um Ghule oder Zwerge sollten wir uns vorerst keine Sorgen machen. Wir sind Trolle. Omar der Nomade kampiert in der Nähe. Er ist auch einer. Was die Regeln für das Zusammenleben hier unten angeht, übernehmen wir einfach die Scharia. Wie im Muwatta-Distrikt. Es gibt nicht die eine Scharia. Das Spektrum reicht von liberal bis orthodox. Und was ist mit den Kopten und Atheisten? Wir sollten lieber etwas wählen, mit dem sich wirklich jeder von uns identifizieren kann. An was denkst du? Den Kodex der Weißen Hand aus Nurandins Krypta. Wenn bekannt wird, dass er in diesem Teil der Stadt umgesetzt wird, wäre dies nur ein weiterer Grund für Orks, sich hier anzusiedeln. Und wenn die hier sind, kommen auch Hobgoblins, Oger und natürlich Trolle. Das ist eine hervorragende Idee, Faruk. So machen wir das.
Ich würde nur den Aspekt im Kodex streichen, dass Konflikte durch eine Keilerei entschieden werden können. Das ist nicht mehr wirklich zeitgemäß. Entweder ganz oder gar nicht. Ein Trock ist einfach zu heißblütig, als dass er sich bei einem Streit zurückhalten könnte. Das liegt in unseren Genen. Nicht umsonst können wir viel mehr einstecken als beispielsweise Norms. Das wird schon irgendwie funktionieren, Liebes. Also, ein Bezirk für unsere Leute nahe dem Stadtzentrum, ja? Ach, das klingt schön. Ich glaube, wir sollten dieses Projekt wagen. Ich liebe dich. Ich bin mal gespannt, wie dieser Ort in ein paar Jahren aussehen wird. Friede sei mit euch und Segen auf dem schwarzen Stein. Ist die Rechtgeleitete anwesend? Friede sei mit dir, mein Freund. Ja, sie ist da. Worum geht es? Yunus hat die Beute aus einer meiner Fallen am Osttunnel gestohlen. Der Sohn des Bäckers? Ja, und weil er zu den Orkleuten gehört und ich den Frieden unter Tage nicht gefährden will, ersuche ich den Rat der Rechtgeleiteten. Weise, Omar. Orks und Trolle sind Brüder. Eine weitere große Keilerei können wir uns nicht mehr leisten. Nicht mit den Zwergen an der Südgrenze. Ich gehe sie rufen. Komm so lange rein. Danke, Wächter. Warum hast du eigentlich diesen Menschen bei dir? Er war in einer meiner Fallen. Hätte ich ihn gehen lassen sollen? Nein. So klein und verletzlich, wie er ist. Ein gefundenes Fressen für Ghule. Wenn diese Critter lernen, dass es an unseren Grenzen Futter gibt, fangen die an, sich dort zu sammeln. Faruk, hier will jemand deinen Rat. Betest du? Die Augen sind weiß. Sie ist zurzeit in der Welt der Djinn. Warten wir, bis sie zurückkehrt. Möchtest du was trinken? Nein, danke. Ich faste. Der schaut ja so verängstigt. Verstehst kein Wort aus etwas? Mach ihm nicht unnötig Angst, Wächter. Wir nichts tun. Menschenfleisch nicht essen. Alles gut. Ihr fasten. Ich nicht. Oh. Er ist ohnmächtig geworden. Ich höre die Rechtgeleitete. Sie scheint zurückgekehrt zu sein. Du bist Omar. Und du heißt Walid. Was? Ehrwürdige. Ich bin zu euch gekommen, um... Wo gehst du hin? Alles gut. Ich gehe nur kurz etwas erledigen. Warte doch. Ich komme mit... Verzeih, Oma. Ich weiß auch nicht, warum sie... Bemühe dich nicht, du Einfallspinsel. Die Schamanin bedarf deiner nicht weiter. Sie hat wahrlich lange genug ihr Potenzial mit dir verschwendet. Nun legt euch hin, denn ihr seid müde und braucht... Schlaf. Walid, wach auf, mein Guter. Faruk. Wie konnte dies geschehen? Was? Hast du jemanden ins Haus gelassen? Nur Omar. Er ist doch einer von uns. Etwas Schreckliches hat hier Magie gewirkt, Walid. Der Rauch ist so dunkel. Mein Körper. Ich kann ihn nicht finden. Ich verstehe nicht. Du stehst doch hier vor mir. Wache auf, mein Geliebter. Wach auf und geh in den Gebetsraum. Dort findest du einen Traumfänger-Ohrring. Trage ihn. Wache nun auf. Omar,
Oma, wach auf. Was ist passiert? Was hat die Rechtgeleitete mit mir gemacht? Ich weiß es nicht, aber ich finde es raus. Hey, Wächter! Wo ist dieser? Der Mensch ist tot! Ach, da. Halit, hörst du mich? Ich habe die Verbindung zu meinem Körper verloren. Oh, Wächter! Hast du den Menschen getötet? Ah, der sieht ja aus. Völlig verwest. Der ist doch bereits seit Tagen tot. Oh nein. Wie lange habe ich geschlafen? Ich befürchte, dass ein Shedim meinen Körper gestohlen hat, während ich in der Djinn-Welt war. Was ist ein Shedim? Was? Ein böser Geist. Ein Dämon. Walid, ich habe Angst. Was wird jetzt mit mir geschehen? Werde ich sterben? Auf keinen Fall. Ich suche deinen Körper. Es muss einen Weg geben, diesen Shedim da rauszuholen. Mit wem sprichst du? Was geschieht hier? Ein Dämon hat den Körper der Rechtgeleiteten gestohlen und so wie es aussieht, ist er über diesen stinkenden Menschen hier reingekommen. Aber das wollte ich nicht. Ich würde es nie wagen, das Heiligtum zu entweihen. Ich weiß, Omar. Ich gehe nun meine Frau suchen. Du wirst diese Leiche los. Du musst das nicht alleine tun. Wir suchen alle nach ihr. Ich bin der Wächter. Meine Aufgabe ist, das Heiligtum zu bewachen und unsere Enklave zu schützen. Jeder, der glaubt, dass er meine Position übernehmen kann, soll mich herausfordern. Der Kodex. Ich nehme den schwarzen Stein mit. Niemand soll mir folgen. Wächter! Was ist mit Yunus Diebstahl? Gehe zum Scheich. Er ist ein Außenseiter, dem die Orks vertrauen. Der soll zwischen euch richten. Mach es gut, Bruder. Lasse nicht zu, dass in meiner Abwesenheit erneut eine Keilerei ausbricht. Sollte es Schwierigkeiten geben, so erinnere die Leute daran, dass die Zwerge und die Oberen unsere Feinde sind, nicht jene, die unsere Sprache sprechen. Das wird schwer, denn nicht jeder teilt hier deine Ansichten. Aber ich habe verstanden und werde mich an den Scheich wenden. Mach dir keine Sorgen. Bakr hat dich angeblich hier gesehen, aber keiner dieser Norms kann das bestätigen. Sie lügen doch. So viele Trollfrauen gibt es in Kairo nicht, dass du niemandem auffallen würdest. Sie haben bloß Angst vor dir. Sollten sie auch. Was guckst du so, Mensch? Kannst du mir nicht bei der Suche helfen, Faruk? Ich kann in astraler Gestalt keine Rituale durchführen. Ich könnte vielleicht mit Geistern und magisch Erwachten in Verbindung treten. Was würde das bringen? Hey, da ist ein Ork. Bruder, oi, warte! Was? Kannst du mir helfen? Wo kommst du denn her? Aus den El-Azhar-Katakomben. Und was machst du hier in Heliopolis? Meine Frau ist verschwunden, ich suche sie. Warte, hier ist ein Bild. Keine Sorge, Großer. Ich gehe gleich zur Wache und gebe eine Vermisstenmeldung auf. Wie kann ich dich später erreichen? Das hier müsste meine Comlink-Nummer sein. Meine Freunde nennen mich übrigens Wächter. Seki, Wachtmeister in diesem Viertel. Du kannst dich auf mich verlassen, Wächter. Deine Frau zu finden hat für mich höchste Priorität. Orks hier oben scheinen zu verstehen, dass wir zusammenhalten müssten. Ach, ich weiß nicht, mein Guter. Dieser Polizist gefällt mir nicht. Seine Aura hat etwas Unehrliches.
gebratene Täubchen und dabei den Sonnenuntergang genießen. Ich bekomme Schuldgefühle, aber ich muss einfach was essen. Wenn ich dich gefunden habe, bringe ich dich mal hierher. Was? Ich habe dich nicht verstanden. Beeil dich, Walid. Ich falle. Falle? Wohin? Ich kann mich nicht länger an dieser Ebene halten. Was soll ich tun? Finde einen Magier. Er soll meinen Geist an den Fetisch binden. Schnell! Geist? Fetisch? Faruk? Wer ist... Oi, Wächter! Zaki, hast du meine Frau gefunden? Noch nicht. Ich melde mich nur, weil die Meldungen eingehen, dass ein Troll im Bazar sich an Waren bedient, ohne zu bezahlen. Das bist nicht vielleicht du. Für sowas habe ich keine Zeit, Zaki. Du musst mir helfen. Wo finde ich einen Magier? Es darf kein Norm sein. Nur einer von uns. Schnell! Ich kenne da einen. Frag dich durch zum Antiquariat Aziz al-Dari. Es ist nördlich vom Bazar. Keine Sorge, Wächter. Ich erwarte dich dort. Arabischer Sprawl, ein Shadowrun-Fanhörspiel. Arabischer Sprawl ist ein inoffizielles Fanprojekt und kein Produkt der Catalyst Game Labs oder der Topps Company. Die Topps Company Inc. besitzt die Markenrechte an dem Spiel Shadowrun. Alles Nicht-Proprietäre an diesem Projekt ist unter Creative Commons lizenziert und kann bei Bezug zu diesem Projekt frei verwendet werden.